Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Firewatch für die Nintendo Switch. You've got a front row seat for what might be the biggest fire of the year. Yeah, it's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Maybe we call it the Flapjack Fire. Can you sell that as a name? You really like that, huh? Yeah, I said I did. It's funny. Fair enough. Flapjack Fire it is. They'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. Ja, willkommen zurück, meine Leute. So there's this creek down the hill. And you know what my favorite thing to do is? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. I'm sure I would. Sounds pretty great. It is. Are you looking at the fire? Yeah, I am. I love how they look at night. During the day it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Yeah. I'm glad you're here. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice. I wish I was over there. I wish you were too. We could sit outside. We could talk. Without these radios. We could, you know. Well, we could just watch this fire. It's gonna burn for a long time. Okay, Tag 76. So, jetzt kann ich euch schon mal begrüßen. Ja, wie gesagt, wir sind Tag 76, da ist gerade ein Feuer ausgebrochen, wir konnten es sehen. Viel mehr ist gerade nicht passiert. Macht ja aber auch nichts. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir denn hier? Hat er es zu Beginn gesagt? 6 Monate? 5 Monate? Ich weiß es nicht. 3 Monate? Keine Ahnung. 3 Monate, dann wäre es ja schon fast vorbei, ne? So, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir werden ja bestimmt noch ein, zwei Aufträge bekommen. Beziehungsweise, ja. Ich habe gerade mehr Schokolade im Mund gestopft, Entschuldigung. Junge Leute, ich habe so viel Schokolade zu Weihnachten bekommen, das ist unübertrieben. Also ich könnte, glaube ich... It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. Oh, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem there they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Sure, no problem. Remember me fondly. You were such a drama queen. Ugh, can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Yeah. Die beiden necken sich ganz gerne. So, also wir haben jetzt die Route hier. Hier kann ich überhaupt nicht angeln. Hier ist sogar kein See. Packen wir die Angel mal weg. So, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich habe so viel Schokolade bekommen. Unfassbar viel Schokolade. Ich könnte damit, glaube ich, wirklich ein ganzes Kinderlager verfüttern. Oder ich könnte es auch spenden eigentlich. So viel ist das. Ich weiß noch nicht, was meine Eltern oder auch die Freunde, Bekannten, Schwestern, die ganze Familie dabei denkt, wenn sie jemandem so viel Schokolade schenkt. Also, keine Ahnung. Vielleicht wollen sie einfach, dass ich übertrieben platze. Ich habe keine Ahnung. So, wir gucken auf die Karte. Huch, jetzt mache ich schon wieder Fotos, wollen wir nicht. Warte. Okay. Achso, ich hatte nach unten gedrückt. Nicht. So, jetzt aber.
Okay, also Suche am Seeufer nach Bärenpferden. Am Seeufer. Also müssen wir jetzt zum Lake wieder. Gut, das wäre ja Richtung Norden. Dann die Richtung. Machen wir das mal. Freunde, ich hoffe, dass wir nicht gefangen werden. Aber vielleicht können wir ja wirklich was angeln da. Wäre ja nicht schlecht. Okay, hier war mal. Hier haben sich auf jeden Fall welche mal hingesetzt und was gemacht. Warte mal, guck mal rein. Ah, wir kommen langsam hin, okay. So. Ich bin auch mal gespannt, was aus diesen Mädels geworden ist. Ob wir die nochmal treffen? Beziehungsweise, ob wir die finden? Dass sie tot sind, ich weiß es ja nicht. Ja, geht's hier mal durch. Es ruckelt ab und zu, aber es tut dem Spiel wirklich keinen Abbruch. Es ist jetzt nicht so, dass es extrem ist, sondern eher ein Klemmbrett. Was ist das? Mal kurz durchlesen. What the, D, I found a clipboard down here and I, there's something strange going on. At the lake? What's up? Someone has written down what we said to each other, have been saying. Huh? That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on. Something's out here. Henry, I'm worried. Okay. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. Regardless, just let me know, okay, Buckaroo? Oh God, I don't know why I just called you that. Werde das seltsame Geräusch finden, ja. Da kann ich ins Wasser reingehen. Kann ich schwimmen? Nee. Ja, wo kommt das Geräusch her? Liegt ein Funkgerät. Was dann jetzt passiert? Henry, are you there? Da hat mich jemand umgehauen. What happened, Henry? Holy hell, I got hit in the head, punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with what? Transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't. What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God, okay, wir gehen ja so in die Richtung. Das passt ja dann ganz gut. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. Das ist ja Quatsch. This just seems like a misunderstanding or something. Why would I make this up? It's an insane lie at worst and a shitty prank at best. And you've been feeling okay? I feel fine. Okay, I'm sorry. I believe you, but that conversation was from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship. Mann, aufmachen. Friendship, whole summer. Someone is out here with the walkie-talkie taking notes and talking to God knows who. I'll hike out there and get some answers. Great. Just keep a clear head. Don't, you know, do anything crazy.
Like taking a job in the middle of nowhere with literally no escape from whatever or whoever is out there? Well, I meant, like, kill anybody. You got it, Boss. Okay. Gehen wir weiter. Kommen wir jetzt gerade nicht weiter. Wir müssen auf jeden Fall da hoch zu dieser Stelle. Gucken wir auf die Karte nochmal. Ja, können auf jeden Fall den Weg da hochgehen. Ist schon mal gut. Weil das wohl war, du. Los geht's, abseilen. Und damit meine ich mich abseilen und nicht ein abseilen. Ey, wie crazy. Jetzt wird's langsam spannend. Man weiß nicht, was hier vor sich geht. Schon. Ist auch ein bisschen gruselig, ne? Wenn man überlegt. Tja, einsam im Wald denkst du und kriegst dann von hinten einen niedergenockt. Wirst von hinten niedergenockt. Warum schreibt derjenige die Gespräche auf? Das ist ja noch gruseliger. Whoa, Delilah, there's a big chain-link fence between me and the meadow. I don't think I can get past it. A fence? Yeah. How big? Big. It goes off in both directions, acres. Wait, what the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Kann ich auftreten? Na, das geht nicht auf, scheiße. Kein reinkommen. Look, I'm not gonna be able to get into this place. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Kann ich dann aufhauen irgendwie? Das klappt auch nicht, okay. Gut, dann müssen wir auf die Karte gucken. Property Station. Gate. Scout Camp, das ist ja am Arsch der Welt. Suche den kondierten Brand südlich des Ruby River. Ja, sehr geil. Da müssen wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Auch ein bisschen uncool. Naja. Schon ein Stückchen, ne? Aber warum ist es hier abgesperrt? Was soll das Ganze? Warum wissen die davon nichts? Das ist noch verrückter. Eigentlich müssen sie das doch wissen hier. Die sehen das doch. Na gut. Mal hoch. Ich mag es, dass oben gleich jemand auftaucht und mir aufs Maul haut. Aber das passiert gerade nicht. Sehr gut. Mal kurz die Karte gucken. Naja, wir könnten. Ja, wir gehen mal da hinten hin. Vielleicht einen guten Weg finden, ne? Frage, ob wir hier längs müssen? Wahrscheinlich, ne? Andere würde jetzt keinen Sinn machen, oder? Ja. Gut. Ah, man muss ganz schön viel wandern hier, ne? Aber ich meine, das ist ja so bei so einem Scouty. Aber es ist auch wirklich crazy, was hier vor sich geht. Das ist auf jeden Fall nicht gesund. Und wer weiß, ob diese Mädels nicht auch diesen Zaun gefunden haben und deswegen verschwinden mussten. Zumindest haben wir auch nichts mehr darüber gehört. Wenn ihr vermisst, aber wir haben immer noch nicht weiter davon gehört. Deswegen. Mal sehen. Hey, I called around. Things seem normal with everyone else.
Should we call the cops or the Forest Service and let them know this is going on? Don't you think that would sound, you know, crazy? Yeah, it is crazy. We have to tell someone. Tell them what, Henry? Tell them we're being stalked and you were attacked and we don't have any proof? I don't know. Tell them we're being bothered or something. Henry, I really like this job, okay? And if I give off even a hint of cuckoo to my bosses, they are never going to let me come back out here. Do you understand that? All right. I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground, kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, I don't know. What? Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Das kann doch gut sein. Henry. It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No, I'm not, okay? Let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Hier oben war ja der Typ, der uns das letzte Mal im Dunkeln so leicht angeblinzelt hat. Hier war der, ne? Genau, vielleicht. I know we don't know what's going on yet, but I don't have a good feeling. I don't like feeling vulnerable. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. Hey, maybe he'd actually enjoy it. You know, spies, taking notes, walkie-talkies. Whole thing might actually be fun if you're too young to realize how creepy it is. Oh. Ihr hakt es, okay. That's one way of looking at it. He's fine, D. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Naja, vielleicht ist er auch irgendwo verschwunden, ne? Man weiß es ja nicht. Kann sein, dass der auch weggesetzt hat, der Bursche, der hier gearbeitet hat. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier schon wieder beim Plumpsklo. Mal kurz die Karte gucken. Wir sind eigentlich nur Richtung Süden, weiter bis zum Ruby River. Gehen wir das hin? Medicine Wheel? Okay. Versuchen wir da hinzukommen. Klingt auf jeden Fall mit Klo. Das rieche ich hier. So ein. Merkt man einfach. So, den Fluss werden wir wohl finden können, den kleinen. Oder? Ja, so klein wird er nicht sein, aber er wird auch nicht so riesig sein. In die richtige Richtung. Muss immer gucken. Genau. Also wir sind so ein bisschen, wir sind da fast richtig. Gehen wir hin. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass man hier kaum Tiere sieht. Also wir treffen ja kaum Tiere. Auch schon ein bisschen komisch. Wo geht's denn hier hin? Oder so ein, zwei Tierchen müsste man doch eigentlich treffen hier. Ich kann auch runterklettern, okay. Das finde ich wirklich komisch. Also ich müsste ja so ein bisschen, was ich, ein Pferd oder, ein Pferd nicht, aber ein Bären oder so irgendwie sowas hier treffen. Kann nicht sein, dass man gar nichts trifft. Wenn man Hasen. Vögel sieht man auch nicht unbedingt. Da drüben ist noch eine Kiste. Und hier rüber über die. Dings, das machen wir doch glatt. Sieht aus wie ein kleiner Weg hier, oder? Haben wir hier mitgerissen im Fluss? Kann man sich vorstellen. So, gucken wir mal rein hier. Ehen. To. 3 auf 4. Perfekt. So, einmal abschreiben, Karteninformationen. Immer ganz gut. Und. Was ist denn hier? Eine Chance auf den Tod. Was sind das für Bücher hier von diesem. Alles sind von diesem Richard Sturgeon. Mir mal aufgefallen. Ja, auch da. Das muss so ein typischer. Gut, lassen wir es mal drin. Toilettenpapier ist auch drin. Wir gehen mal zum Fluss, sind wir jetzt. Mal gucken, wo wir hin sollen.
keine Markierung setzen kann, wäre ganz cool. Aber wir brauchen nur diesen Weg folgen eigentlich. Und dann müssen wir da hinkommen. Rüber? Was wird der Weg sein hier, ne? Suche Löschtrupp im Lager hinter dem kontrollierten Brand. Wird aber dieser Weg sein. Frische Feuerstelle. Mal melden. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to two forks, now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Okay. Frische Feuerstelle? What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Ugh, are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah? Where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Weil der Name Schmuddelloch bedeutet? Because it's called Pork Pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. So, wir sind im Camp. Gut, aber ich glaube, wir machen ab hier erstmal ein kleines Päuschen und schauen uns an, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.